Alle auf dieses eine Stück. Alles zentral möglichst. Dann geht's wieder los. Das hier wird halten. Das wird ein Spaß, das sind alles zu Vollstreckern zu machen. 100 Holz und 7000 Gold. Kann ich jetzt eigentlich... 8000, okay. Ach nee, den Blitzturm. Was ist das nochmal? Ach, das war der stille Beobachter. 8000 Gold. 100 Öl. Ja, wir werden eh noch haufenweise Einheiten brauchen. Wir werden auch noch viel mehr Scharfschützen brauchen. Mehr Nahrung, mehr Energie. Ach, eine Energie habe ich doch gerade gemacht, oder? Yep. Nahrung kann ich mir auch gut holen. Attention. Building complete. Sniper is ready. Attention. Building complete. Sniper is ready. Irgendwie geht das schon. Ich mache jetzt einfach den nächsten Sniper-Trupp. Es hätte geklappt, wenn die mich nicht in die Zange genommen hätten. Ist halt blöd, dass die da von links in dem Moment kamen mit. Oh, Lucifer. Es ist wirklich ganz zufällig, was da rauskommt, habe ich das Gefühl. Osten. Wir gehen zurück. Oh, wir sind wieder bei 1000 plus. Oh, fehlt auch bloß noch. Fehlt auch bloß noch das Gold. Wir dürfen das nicht wieder auf die leichte Schulter nehmen. Wir wissen ja, was passiert, wenn man das macht. Ihr geht trotzdem mal hoch. Ich wär hier durchgegangen, aber man sieht ja. Das wird nicht so gern gesehen, glaube ich. Okay, wie weit kann ich... Ah, ich habe nicht weitergemacht. Ich kriege noch was hin. Warten wir mal ab. Sniper is ready.
Nee. Obwohl, da kam Geld. Und da ist okay. Mit denen falle ich denn dann in die Flanke. Wenn es geht. Ah, okay, das Ding ist fertig. Kann ich auf jeden Fall noch ordentlich was davor setzen. Kommt jetzt da durchgerannt? Nein, tun sie nicht. Da ist eine Stadt. Da kommen also ganzen Schreckgespenster her die ganze Zeit. Und jetzt darf ich natürlich nicht vergessen, da auch wirklich was davor zu ziehen. Okay, mein Handy sagt mir, es ist 1 Uhr. Oh, warte mal, kommt mal mit. Oh, ich kann doch gar nicht schießen. Oh, hab mich geirrt. Hier muss ich dann auch mega viel Wall vorziehen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Wie steht's mit dem Blitzturm? Ah, okay, da braucht ich auch einen Stein. Ich habe 41 Stein plus. Mit dem Blitzturm könnte ich auch auf Steinhäuser aufrüsten. Ich würde sagen, mit den Elite-Scharfschützen. Gehen wir dann auf Angriff. Ich glaube, das packen wir. Ich würde das wirklich gerne bis hier hochbauen. Aber nur, dass ich ganz viel Puffer habe. Das reicht. Dann und das machen das. Dann würde ich sagen, wir machen den Blitzturm als nächstes. Sollte ich aber noch ein paar mitnehmen. Lass schön die Sachen in Ruhe, das kostet nämlich alles Geld. Kommt immer noch welche. Das ist jetzt aber von der Stadt. Okay, dann warten wir jetzt mal, dass wir den Blitzturm kriegen. Was ist das da? Ach ja, der Atlasumwandler. Holzstein, Eisen.
plus 40 Öl. Wird sich eigentlich auch ganz gut lohnen, wenn man nicht schnell genug hat. Oh. Noch Holz. My rifle is ready. Tell me your darkest thoughts. They are trying to break through. Was packen die Thanatos? So many times the sniper is ready. Sniper is ready. Das ist schon echt sehr störend. Aber das ist noch im Rahmen. Ich hätte gern ein bisschen Gold. Ich habe gar keinen Thanatos mehr hier, oder? Ja, es ist eine große Stadt halt. Ui. Die scheint auch nicht so schwach zu sein. Man merkt halt, dass es keine Veteranen sind. Okay, ich kann gleich noch einmal sammeln. So, freier Abschuss. Dann kann ich den Blitzturm auch fast bauen schon. Könnte ich eigentlich auch die Steinhäuser dann auf. Aber erstmal will ich den Blitzturm. Dann kann ich mir auch die Steinhäuser leisten. Was kommt denn jetzt alles? Ah, Lucifer wieder. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Mühlen vorher brauchen, denn ich werde noch viel mehr Öl brauchen. Aber es läuft gerade sehr gut, glaube ich. Ich würde mal sagen, ich mach mal die Schocktürme, denn die werde ich dann sehr gerne bauen. Dann brauche ich eigentlich. Ah, das braucht ja lange. Ich habe bloß noch fast nur noch 10 Tage Zeit. Ich glaube, die Karte räumen wird schwer. Muss ich auch wirklich entscheiden. Bei der Schwierigkeit kann man sich nicht alle Wunder leisten, glaube ich. Wenn ich jetzt noch ein paar Tage. 20 Tage mehr und ich glaube, ich könnte viel mehr machen. Ich glaube, das ist ein horrender Unterschied einfach.
dauert noch zu lange. Dann müssen wir uns um Sachen kümmern, die auch wichtig sind. Essen. Es ist noch so viel Fisch, was wir holen können. Da können wir auch noch jagen. Da passt noch was rein. Da würde ich aber gerne noch ein paar Türme reinbauen. Hier an vielen Stellen eigentlich. Norden. Wir müssen ja von hier kommen. Norden und Osten werden auf jeden Fall von hier kommen. Das heißt, ich würde gerne ein bisschen vorbauen. Die sind immer noch durch. Ich habe das Gefühl, je mehr Städte wir weg haben, umso verbissener kämpfen die letzten. Ah, okay, ich kann da noch viel mehr davon packen, das ist gut. Das ist nicht gut. Ich muss gucken. Von wo genau die dann kommen. Eisen. Oh, 60 Arbeiter. Die schneiden wir uns einfach aus den Rippen, ist ja gar kein Problem. Reichweite von dem Ding ist phänomenal. Ich hätte gern hier noch so ein Ding. Weil ich den Sachen ja ehrlich gesagt nicht traue gerade. Okay, nochmal gucken. Öl fehlt. Eisen haben wir fast. Arbeiter. Ein 40er Aufräumtrupp. Ich muss wissen, wo die hingehen. Das ist sehr wichtig. Sieht aber so aus, als ob sie... Die teilen sich auf. Die müssen eh zurück. Hoppla. Okay. Die treffen genau hier drauf, das heißt, die werden hier reingehen. Kleinen Moment. Ich find's toll, dass ich mir immer selber Ziele setze. Dann und dann gehst du ins Bett. Dann und dann machst du aber das. Und dann mach ich's immer nicht. Da kann ich gerade wenig machen. My rifle is ready.
Ich weiß nicht so genau, wo sie hinkommen. Steinhaus Goldeinkommen. Okay, ich muss auf Steinhäuser gehen. Ja, das stimmt allerdings. Okay, die kommen dahin. Habe ich die Steinhäuser schon erforscht? Nein, sollte ich tun. Vor allem Steinhaus Goldeinkommen plus 10%. Okay, jetzt noch das Öl und das Gold der Steine sollte kein Problem sein. Jetzt müssen wir aber erstmal das hier abwehren. Schau, wie viel da noch hinterkommt. Ich hol dich mal noch her. Wir zeigen es dir zwar ganz schön, aber wir haben gelernt. Schieß mal auf das hier vorne, das ist mir zu gefährlich. Ah, die Balliste hat sich schon ausgezahlt. Schieß sie die Klopse weg. Wir schaffen's. Boah, braucht man wirklich eine Menge, um das richtig wegzustecken. Okay, wir haben so einiges gerade. Was können wir noch machen? Wisst ihr was, den Titan erforsche ich mal. Vielleicht mache ich den sogar. Dann sehen wir den auch mal in Aktion. Ich will... Das gibt's doch nicht. Das hier muss auf jeden Fall... Das werde ich mal aufrüsten demnächst. Okay, dann mache ich jetzt gleich Steinmauern davor. Oder mehr Holz. Erstmal mehr Holz. So. Da muss auch später noch mehr davor. Noch ein bisschen mehr. Okay. Okay, viel primär nur noch Gold. Weiß ich nicht irgendwo. So. Danach kann ich mir weiter Thanatos und dann hole ich mir mal ein, zwei Titanen.
Ist immer noch 35 Stück. Machen wir mal so, dann könnte ich das Nadelöhr tatsächlich als Notlösung nutzen. Geh mal hier runter, ich will das jetzt wissen, ob das irgendwo hinführt. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum da nichts durchkommt. Uns geht aber leider langsam die Zeit aus. Oh, das ist ein großes Teil. Er muss dahin. Was für ein Riesen-Oschi. Der das gebaut hat, muss auch Komplexe gehabt haben. Alright. 45 Sniper, dem ist nicht so leicht beizukommen. Geht auch langsam die Zeit aus. Dies beeindruckend rauchendem Talhaufen ist in Lage. Bla bla bla. Holz, Stein und Eisen hätten wir alles, aber plus 40 Öl. Allerdings kostet das wieder so unglaublich viel. So, der Titan braucht 40 Öl. Titan? Ach, Lucifer am Arsch. Lucifer am Arsch. Oh nein! Da brennt ihr dahinter. Montezumas Rache. Ihr geht mal hier runter. Der Blitzturm. Und wir haben Vollmond, der schreit voll rein. Dieser unheilvolle Bau reicht bis in den Himmel, wo er die Energie der Blitze für die Kolonie einfängt. Zusätzlich erweitert der Energietransferrad, das in der Tesla-Spule fungiert. Was voll nützlich ist. Energieversorgung plus 800. Oh, plus 30. Die Siegpunkte sind mir egal, aber ich habe jetzt die Macht. Haben wir ein gutes Steineinkommen. Ich überlege gerade, ob wir das Gebiet hier auch noch klauen sollten. Allerdings muss ich es ja auch verteidigen können. Ich meine, das hier lohnt sich wirklich noch. Na, zu wenig sollte ich auch nicht hochschicken, dann sterben wieder welche.
Anis müssten eigentlich alles hier runtergelockt werden, schon so ziemlich.